Hallo, mein Name ist Philipp Grass. Ich darf euch heute für eine neue Folge von Phil und Falk begrüßen. Ich komme aus dem technischen Vertrieb bei Rosenbauer in Karlsruhe. Meine Wenigkeit ist Falk Bund. Ich bin ebenso Vorführer bei Rosenbauer für die Hubrettungsmaschinen. Als Thema war heute gedacht, diese neue Funktion Cross Control. Philipp, was sollen wir uns darunter vorstellen oder was können wir damit tun? Bei Cross Control ist es eine Vereinfachung der Bedienung der Drehleiter. Aber ich glaube, am besten zeigen wir euch das am Fahrzeug. Dann lass uns das gerade mal probieren. Genau. Heute haben wir erst einmal, um euch die neue Cross Control Funktion zu zeigen, einen kleinen Modellaufbau hier. Anhand von dem Radkeil mit den Waben simulieren wir jetzt mal ein Gebäude, eine Gebäudefront, die Fenster. Hier habe ich noch ein Modellauto mitgebracht. Was wir alle schon kennen, ist bei der Drehleiter quasi eine Vertikalrettungsfunktion. Heißt, lotrechtes Auf- und Abfahren an der Gebäudefront entlang. Bei unserer Cross-Control-Funktion, die den Maschinist die Bedienung erleichtern soll, weil ich mehrere Achsen gleichzeitig mit einer Joystick-Bewegung fahren kann, hat man beispielsweise das Ganze auch auf die Horizontalfunktion, also die Tiefe der Leiter, umgemünzt. Weil wenn ich nur eine Achse fahren würde, also die Leiterausfahrbewegung, würde ich quasi an meinem Fenster vorbeifahren oder durchs Neigen auch am Fenster vorbei. Somit muss ich ja neigen und ausfahren gleichzeitig, damit ich das Fenster treffe. Und das macht diese Funktion. Schauen wir uns jetzt aber mal im Reellen an, so Falk. Ich glaube, Modellbauthemen lassen wir bei der Seite. Jetzt machen wir aktiv mit der Drehleiter was. Falk hat sich schon hinter mir im Korb positioniert, um euch mal die Einzelheiten genauer darstellen zu können. Als erstes fahren wir jetzt mit dem Korb in der Horizontale an die Gebäudefront dran, um quasi darzustellen, wie man da zwei Achsen gleichzeitig fahren, nur mit einer Joystick-Bewegung, würde dann am Joystick links auf der Ausfahrbewegung aufgeschaltet sein. Das Höhe hat sich nicht verändert vom Korb. Als nächstes nutzt er nun das Gelenkteil. Dabei ist jetzt schön zu sehen, wie der Korb quasi seine Höhe hält. Heißt, Gelenkteil winkelt ab, Hauptleitersatz richtet auf und der Leitersatz schiebt auch aus. Somit wird quasi die Tiefe und die Höhe vom Korb beibehalten. Nur der Leitersatz im Hintergrund verändert seine Position, um quasi Gebäudekanten oder Dachkanten egalisieren zu können, damit man tiefer auf dem Dach aussteigen könnte aus dem Korb. So Falk, ich glaube, du darfst den Arm jetzt wieder runternehmen, dass dir der Arm jetzt nicht unbedingt einschläft. Ich glaube, an unsere Zuschauer konnten wir eine recht interessante Funktion vorstellen, das Cross Control. Was denkst du, Philipp? Ich vermute mal, das kann helfen. Ich glaube, wir haben hier ein Feature, wo man sagen kann, das wird dem Feuerwehrmann, dem Anwender wesentlich weiterhelfen in der Bedienung, in der Vereinfachung der Bedienung. Wir sagen vielen, vielen Dank für die Zuschauer. Lasst uns, wenn ihr wollt, noch ein Like da, teilt unsere Videos, schreibt uns bei unserer E-Mail-Adresse, wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Hubrettung im Allgemeinen habt oder zu eurer Drehleiter speziell, dann helfen wir euch gerne weiter. Philipp, vielen Dank.